Den Begriff Lernplattform oder auch Lernmanagementsystem haben Sie vielleicht schon einmal gehört. Vielleicht sogar schon einmal mit einem solchen System gearbeitet. Nur, was ist das eigentlich, eine Lernplattform? Mit dem folgenden Video wollen wir versuchen, diese Frage zu klären. Eine Lernplattform ist zunächst einmal nichts weiter als eine spezielle Webanwendung, mit deren Hilfe sich strukturierte, formale Lehr-Lernprozesse steuern, unterstützen und begleiten lassen. Eine Lernplattform kann man sich dabei wie eine Schule vorstellen. Es könnte auch eine andere Bildungseinrichtung sein, zum Beispiel eine Hochschule oder eine andere Bildungsstätte. Zunächst einmal fällt dabei die große Tür ins Auge, die den Zugang zur Schule regelt. Nicht jeder kommt automatisch hinein, in der Regel nur Personen, die an der Einrichtung unterrichten oder dort lernen. Ganz ähnlich verhält es sich bei einer Lernplattform. Hier regelt der Login den Zugang. In der Regel muss man sich mit einer E-Mail-Adresse registrieren, um auf die Lernplattform zu gelangen. Innerhalb einer Schule gibt es zahlreiche unterschiedliche Räume, in denen das Unterrichtsgeschehen stattfindet, in Kursen oder Klassen. In unterschiedlichen Räumen werden oftmals auch unterschiedliche Inhalte vermittelt. Auch dieses Merkmal haben Lernplattformen. Auch hier gibt es unterschiedliche virtuelle Kursräume, in denen das Lehrgeschehen stattfindet. Der Zugang zu diesen Kursräumen ist ebenfalls geregelt. Nicht jeder Besucher auf der Lernplattform kann alle Kursräume besuchen. Genutzt wird ein Schulgebäude im Wesentlichen von zwei Gruppen von Personen: den Lernenden, die die Kurse besuchen, um etwas zu lernen, und den Lehrenden, welche die Kurs- und Unterrichtsinhalte vermitteln. Auf einer Lernplattform finden sich diese beiden Rollen ebenfalls wieder. Auch hier können Personen sowohl als Lernende als auch als Lehrende agieren. Für die Vermittlung der Kurs- und Unterrichtsinhalte stehen den Lehrenden und Lernenden im Schulgebäude eine Vielzahl an Materialien bereit. Dies können zum Beispiel Bücher, Hefte, Arbeitsblätter, Folien oder Videos sein. Diese Materialien können auch in einem Kurs auf einer Lernplattform eingesetzt werden, zum Beispiel in Form von PDF oder Word-Dokumenten, Bildern, Video- oder Audiodateien, Links auf andere Websites bis hin zu komplexeren Lernprogrammen. Mithilfe dieser Materialien erschließen sich die Lernenden die jeweiligen Inhalte. Um die Motivation bei den Lernenden zu wecken bzw. hochzuhalten, setzen Lehrerinnen und Lehrer an einer Schule oftmals verschiedene Aktivierungsformen ein. Dies können Diskussionen in kleinen oder großen Gruppen sein, konkrete Arbeitsaufträge, die einzeln oder in Gruppen erledigt werden müssen, kleine Unterrichtsspiele, Tests oder Quizzes, die gleichzeitig den Wissensstand der Lernenden überprüfen. Diese Aktivitäten stehen Lehrenden auch auf einer Lernplattform zur Verfügung. Auch wenn hier das Lehr- bzw. Unterrichtsgeschehen virtuell abläuft, Lehrende und Lernende also räumlich getrennt und oftmals auch zeitversetzt auf der Lernplattform unterwegs sind. Diskussionen werden darum entweder per Chat oder Forum geführt, Ideen beispielsweise in einem Wiki gesammelt. Auch Arbeitsaufträge oder Umfragen können gestellt werden. Ebenso lassen sich mithilfe einer Lernplattform Lernstandsüberprüfungen in Form von automatisierten Tests durchführen. Sie sehen also, eine Lernplattform weist sehr viele Parallelen zu einer Schule oder anderen Bildungseinrichtung auf und kann darum sowohl als Begleitung zu einem formalen Lehr- und Unterrichtsszenario in Präsenz eingesetzt werden, als auch als Ersatz für eine Bildungsinstitution in komplett virtualisierten Bildungsangeboten.